Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Werden die Helikopter Suizid auf mein Auto ausüben? Das ist hier die Frage. Das sehen wir und klären wir in dem heutigen Video. Viel Spaß, schaut bei den anderen vorbei, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Weißt du, die Leute kommen jetzt halt mit ihren Hubschrauber und machen Suizid in dein Auto. Nee. Ich bin Profifahrer. Junge. Assel. Sonst werde ich gewalttätig. Ja, lass Mucke laufen, ja, Mann. GTA 4 Mucke, Alter. Ja. Davon wirst du auch nicht schneller. Die Hupe ist kaputt, das ist cool. Hey, die ist doch nicht kaputt. Das sieht hört sich anders an. Ah, das ist coole Musik. So, jetzt Mike, hörst du eigentlich dieselbe rein. Musik wie ich? Ich hab Radio ausgestellt, weil GEMA und so. Welcher Sender? Aber ich theoretisch höre ich dieselbe, ja, aber wie gesagt. Wie bitte? Nochmal? Lowdown. Low. Bester Sender. Theoretisch würde ich dieselbe hören, aber wie gesagt, ich hab Radio ausgestellt. Da läuft immer so chilliges Zeug. Ey, wo müssen wir denn eigentlich? Zur Basis wieder zurück. Ach, wieder mal. Ey, da war ein Porsche. Wie gesagt, es wäre eigentlich, also es ist scheißegal, aber es wäre eigentlich geil, wenn die Basis ein bisschen näher an der Stadt wäre. Oh! Hier kommen Leute! Hi! Digga! Die schießen uns kaputt! Echt, die schießen? Ja, ihr seid auch schon wieder 10 Kilometer weiter vorne. Ja. Vor allem, ihr seid auch noch an dem Auto vorbeigefahren. Ja, weil ich bin über den Berg gehüpft. Ja. Du hast auch nichts Besseres zu tun, oder? Es klappt dann schon. Yeah. Jetzt kommst du gleich zur Straße ab. Jetzt kommst da du kommen Straße welche ab. Noch. Wuh. Oh, Hilfe. Hast du mich gerade ausgelacht? Deswegen. Oha. Oha. Bring die Tasche zur Basis. Ausrüstungsmission abgeschlossen. Tasche wurde abgeliefert. Wir pacen dahin. Nice one. ULP-Rettung, Vorbereitung. Team 1 greift die Gießerei an, um Agent ULP zu befreien. Team 2 gibt von einem höheren Ort aus Feuerschutz. Oh, ich will Team 2 sein. Ich auch. Ja, war wieder dann klar. Dann müssen wir wohl Team 1 machen, ne? Feuer. Ja, Jan will nur Feuerschutz geben, weil er AFK ist. Der hat halt gar keinen Bock. Mike. Warte, ich kauf ein Ding. Nee. Alles ja, gut, Jan. Alles gut, Jan. Soll ich mehr machen? Nee. Ja, okay. Nein! Komm, ich kann fertig? Nicht schwer. Alter, das taugt mir. Komm, ja, Mann. Auto hab ich. Let's go, bereit. Mike, mach mal einen coolen Stunt. Soll ich? Ja, mach, komm. Juhu! Oh, der war cool. Also, wir müssen jetzt reingehen, ja, ne? Ich weiß. Ja, wir müssen anscheinend auch reingehen. Grand Banks, ja, Court, ja, ja. Ja, dann fahrt mal langsam. Ja, danke. Das ist so typisch jedes Mal. Ja, ich hab schon gesehen. Fahren wir da hin oder laufen wir? Es sieht aus, als ich fahr sie um, okay? Ja, könnten wir tatsächlich machen. Okay, los. Dann fahr sie um. Einen hab ich. Da sind noch einer. Oh, da sind noch. Ich werf Granaten. Okay, aussteigen. Du hast dich überfahren. Ach, du bist es. Warum bist du ausgestiegen, Junge? Geht weg. Endlich. Also, das mit den Granaten war keine schlechte Idee. Du bist gestorben, cool. Ja, Alter! Aber jetzt überfahre ich dich auch noch. Ey, Michi, ein Antimate. Nein, ich bin jetzt on point, Leute, pass auf. Ein Antimate, ja. Zum Glück haben wir noch 0 Leben. Okay, wir müssen zum Aussichtspunkt und zur Gießerei. Andreas, bist du da? Ja. Okay, warte, langsam. Wo müssen wir hin? Da hoch, oder? Wir haben nicht die besten Waffen, also Achtung. Was soll ich nehmen? Irgendwas, was schnell schießt und effektiv. Ja. Alter, sind da viele! Pass auf. So blöd ist. Soll ich reinkommen? Ja, nein, wir müssen euch doch beschützen, hallo. Oh mein Gott, da kommt. Kommen da Helis? Wo seid ihr? Auf dem Aussichtspunkt. Ja, aber wir sind in einem Gebäude. Oh shit! Da müssen wir euch von außen. Warte, ich schieß mit der Granate. Nee, würde ich nicht machen. Warum nicht? Ich glaube, das ist so gefährlich. Ach du Scheiße. Aber von dem Punkt. Mit dem kleinen. Nee, von dem Punkt hier kann ich schon ein paar killen.
Warte kurz noch, bevor du es machst. Oh, von außen, von hinten kommen welche, die müsst ihr killen wahrscheinlich. Ja, machen wir. Okay, Andreas, komm mal rein, jetzt kannst du mit Granaten schießen. Echt? Warte. Lol. Ich habe schon ein paar gekillt, die hier direkt am Anfang stehen. Ich töte die da auf der Brücke. Hab ihn. Oh Junge, die kommen. Also nimm ein Gewehr am besten und probier einfach mit dem. Wir gehen ein bisschen vor und dann können wir. Außen sind übelst viele. Oh! Der Aussichtspunkt hinter uns. Ihr habt noch nicht ihr habt ihn nicht alle gekillt. Hallo, ja, wie viele sind es denn? Wie soll das denn machen? Kämpfen. Oh Junge, ich bin fast. Hier kommen alle von hinten, voll viele. Warte, da ja, kommt ich seh's einer. Schon. Kümmerst du dich um den? Kümmer du dich. Ike, dreh dich. Kümmer du dich um den, oder? Echt? Wo? Dann kann ich weiter mal gucken, wo die anderen sind. Das siehst du gar nichts mehr, das ist so dumm gemacht. Du kannst überhaupt nicht mehr runterschauen. Da ist noch einer übrig. Hier ist einer. Hast ihn. Warts da oben auch. Richtige Headshots hier verteilen. Ey, ich laufe jetzt wieder runter. Alter, was ist denn das? Ey, sorry, aber zur Treppe das ist irgendwie. Einfach nur dumm gemacht. Das ist einfach nur dumm gemacht. Oh, da kommen voll viele. Von wo aber? Von überall und du wirst von Mike, überall. Mike, bleib mal da. Ja. Ich bin tot gleich. Wir können von neu starten. Ja. GTA ist so behindert. Was ist das? Ha, wir haben es aber ganz gut im Griff gehabt hier, auch wenn von hinten viele kamen, es ging. Ich habe sau viele Headshots verteilt. Ey, Mike? Ja. Wir machen so, einer geht rein und einer bleibt in dem Häuschen. Weil da kommt spawnen ja, soll immer ich neue. Reingehen, weil ich habe gerade vorhin richtig gut Headshots verteilt. Dann gehst du rein und ich entdecke dich. Ja, wenn ich Hilfe brauche, schrei ich einfach. Ja, ich mach halt nach hinten offen, weil ja, aber wenn ich Hilfe brauche, schrei ich. Kannst du über die Dings Ding ist, okay. Oben, ich meine, ich sehe ja auch, wenn bei dir welche kommen. Wie soll ich das beschreiben? Ich gehe immer die Leiter da runter und ich kann nicht gescheit runterschießen. Ey, wartet mal, da stehen doch jetzt hier zwei Typen. Ich glaube nicht, dass sie das stehen. Q drücken. Ja, trotzdem kann auch nicht gescheit runterschießen. Ja, doch. Doch, die stehen. Doch, die stehen da. Ja, lass killen, das ist nicht schlimm. Aber man kann nicht bald nach unten so, aber... Ich hab die vergessen. Die Frage ist es schlau unten zu bleiben? Wer rennt da schon wieder vor, Jan? Hörst du direkt. Sicher? Ja. Okay. Andreas. Dann geht noch nicht rein. Okay, wir warten noch kurz. Und dann spawnen die gleich. Wir wollen erst. Ja, dann hoch. Sagt, wenn ihr oben seid. Okay, sagt, wenn ihr oben seid. Piet! Hast du es im Griff? Ja, da waren zwei gerade. Oh, warte. Soll ich mit rein? Nee, noch ist alles in Mutter. Hier hinten habe ich guten Schutz. Ich habe dieses Mini-Teil, das ist eigentlich ganz handlich. Hier hinten habe ich ziemlich guten Schutz. Alter, was ist denn jetzt hier los? Das ist so komm mal mit vor, weil hier kommt gerade niemand. Oh Junge! Ja, kannst du machen. Warte, ich hau mal ein Teil rein, warte. Warte, dann gehe ich ein bisschen zurück, mach. Boah, ich werde geschossen, ich muss kurz zurück. Ich werde geschossen. Ja, sorry, ich muss mich konzentrieren, nicht aufs Reden. Einen habe ich. Warte mal, ich muss mal Snack oder irgendwas gucken. Geh mal vor. Das ist scheiß Geländer. So, warte mal, ja, so. Die Frage ist, wo seid ihr? Das ja, wir sind ja im Gebäude drin, du Idiot. Ach, immer noch? Ja, das ist voll lang noch. Wir müssen da, ja, im Gebäude. Okay. Ihr müsst nur von hinten protecten. Protecten, ja. Ich versuche hier gerade den Heli wegzumachen. Oh mein Gott, sind hier viele. Ich habe gerade richtig viel kassiert am Anfang, das war nicht so geil, aber Andreas, es geht, ne? Ja, ich lad. Boah, Alter, von wo? Irgendwo. Ey, ich kann Hab den Helikopter gekillt. Ach, einfach rausgesniped. Warte mal, ich muss gerade auch aufladen. Wo sind die? Oben, guck mal oben. Ich kann ihn nicht gescheit treffen. Oh, ich sehe den nicht. Ja, ich auch nicht irgendwie. Ich seh ihn. Ah, da hinten war der, genau. Hast du ihn? Nee, ne? Jetzt hab ich ihn. Einer ist hier vorne. Warte, das mach ich mit der Granate. Hab schon. Ja, Achtung, jetzt kommen wieder ein paar von rechts. Von hinten, Leute, ihr müsst die kicken. Kriegen, hab ich gesagt. Ja, das Ding... Geh mal zur Treppe, ich will sehen, ob die dann kommen. Oder geh runter. Immer noch da. Ich geh mal hier vor. Ah, im Hof. Unten wieder, zwei, tot.
Alter, wer schreit hier so? Die wo? Okay, ich komm vor, da kommt wieder. Da hinten um die Ecke sind welche, warte mal. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Schaffen wir es hier durch die Halle durch? Können wir die Mission abschließen? Das sehen wir alles in der nächsten Folge. Ich weiß, dass die Enten immer ein bisschen scheiße sind, aber ich möchte die Videos nicht zu lang machen, weil Andreas immer noch nicht bereit ist zum Aufnehmen zum aktuellen Zeitpunkt des Schnitts hier. Und ja, das ist dann einfach das Problem. Da muss ich einfach gucken, dass wir das, was wir schon aufgenommen haben, in ganz, ganz viele Parts einteilen kann, sodass ich da quasi Zeit draus schinde. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, und schaut auf jeden Fall nächsten Mittwoch vorbei. Da geht's dann weiter. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where the how. I'm flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now goodbyes. Feel like a title.